Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich begrüße euch ganz recht herzlich, wünsche euch einen wunderbaren guten Tag und heute werden wir ein bisschen weiter die Survival-Welt erkunden, denn es gibt einen weiteren Ethereum Server-Log. Yay! Lang nicht mehr gekommen, aber heute werden wir uns, wie ihr hier im Hintergrund schon erkennen könnt, so ein bisschen das Kloster anschauen, was hier in den letzten, naja, ich sag mal paar Wochen, Monate, Wochen sehr wahrscheinlich eher entstanden ist. Erstmal grob zum Überblick, das Ganze liegt relativ zentral. In so ein bisschen, naja, so ein Talenge, sage ich jetzt mal. Also wir haben hier relativ hohe Berge, die werden natürlich jetzt alle nicht geladen, hier hinten sind auch nochmal Berge. Das werden wir aber später alles nochmal genauer erkennen können, wenn wir dahinter gehen. Und hier hinten ist es so ein bisschen weiter schon, ein bisschen flacher. Natürlich die Wälder wieder außenrum, hauptsächlich Nadelwälder, also könnt ihr einigermaßen euch vorstellen, wo wir so im Setting sind. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das heute einfach mal an, weil ich es echt ziemlich cool finde und das mal was anderes ist außer die Fraktionsstätte. Ich denke, das ist schon auf jeden Fall ziemlich interessant. Hier haben wir an der Seite grundsätzlich erstmal so ein paar Weiden, da sind jetzt noch keine Tiere oder sowas drauf. Ich habe einfach mal eben nur kurz ein paar NPCs reingepackt, damit es nicht so leer wirkt. Aber natürlich sollen hier später dann auch entsprechend ja, Tiere und sowas, zum Beispiel Kühe oder Schweine oder sowas oder Schafe dahin. Eher Schafe oder Kühe, weil, oder Pferde, naja, eher, egal. Jedenfalls keine Schweine, die haben ja meistens so kleinere Sachen. Wir haben hier drüben entsprechend auch wieder ein Feld. Ich meine, das muss ich jetzt auch, glaube ich, auch nicht so ewig weiter anschauen. Das habt ihr ja, wenn ihr zum Beispiel die Streams geschaut habt oder andere Serverlogs, erkennt ihr das ja eigentlich auch schon ganz gut. Aber wir kommen hier jetzt so ein bisschen so weiter zu den Streuobstwiesen. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne hier oben mal reinschauen. Das Ganze ist praktisch so ein bisschen auf dem Berg gebaut. Und außenrum sind natürlich so ein paar Nutzgebäude. Wir haben hier drin zum Beispiel einfach so ein bisschen Lager mit ein paar Sachen eingerichtet, entsprechend ein bisschen Hopfen, unten zu den Hopfenfeldern werden wir auch noch kommen. Wir haben hier zwei produktive NPCs, oder eigentlich auch nicht, die eigentlich genauso stehen, wie ich sie, nein, der schon, der nicht, wie ich sie eigentlich hier hingestellt habe. Aber ihr seht, wir haben hier halt einfach ein bisschen Einrichtung. Das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, kann man sich halt ein paar Ideen holen, wenn man da Lust hat, ansonsten ist da eigentlich nicht groß was zu zeigen. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt hier erstmal ein bisschen runter, denn das gefällt mir hier ziemlich gut, dass man hier durch so kleinere Wege hier durch diese Streuobstwiesen runterkommt und ihr merkt, es ist relativ natürlich auf dem Berg gelegen und es hat gleich ein anderes Setting, ein anderes Feeling, wenn man da irgendwie ein bisschen, ja, mehr Höhe drin hat. Das habe ich ja auch schon öfter mal angesprochen. Bei so Sachen immer aufs Terraforming achten und ich finde, das wirkt halt einfach schon viel besser, wenn man hier so hoch schaut, als wenn man da jetzt beispielsweise das relativ flach alles hätte. Also das wirkt einfach interessanter, man hat da irgendwie ein, ja, mehr Variation drin und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut und was da auch ziemlich nice hieran ist, was mir echt super gefällt, sind die Hopfenfelder, diese Hopfenplantagen, die werden ja hier entsprechend einfach hochgebaut und ich finde, die sehen einfach ziemlich cool aus. Die fallen mir richtig gut, hier entsprechend gespannt und dann hier immer wieder in Reihen, von hier oben sieht man es ein bisschen besser, hier entsprechend immer in Reihen runter, mit dünneren Wegen hier durch und hier oben haben wir ein paar NPCs und dann haben wir hier praktisch noch den breiteren Weg. Und das hier unten würde ich mir auch ganz gerne erstmal anschauen, bevor wir weiter hochgehen, denn das unten ist auch noch so ein bisschen Lager entsprechend. Wir haben hier einen relativ großen Brunnen, wo wir halt entsprechend gut das Ganze bewässern können, falls man nicht genug Regen kommt. Außerdem gibt es hier entsprechend natürlich wieder ein kleines Lager. Kennen wir eigentlich von vorhin auch schon. Da ist jetzt eigentlich auch nicht sonderlich viel drin. Es gibt hier relativ viele Türen immer, wo man praktisch immer woanders rauskommt. Gefällt mir ziemlich gut und vor allen Dingen weiß ich selbst noch nicht genau, wie man da eigentlich überall durchkommt. Deswegen ist es da immer ganz schön, das Ganze so ein bisschen zu erkunden selber. Wir haben hier drüben, also mehr oder weniger so das Haupthaus oder das Brauhaus, denn hier sind größere Fässer ausgestellt. Wir haben hier verschiedenste Rohrleitungen, wir haben hier große Kessel, wo sehr wahrscheinlich dann Bier oder was auch immer gebraut wird. Kenne ich mir jetzt nicht so 100% genau aus, was da jetzt alles drin gemacht werden könnte. Ob es da irgendwie auch, ihr seht, gut, da ist anscheinend hier so ein bisschen ein bierartiges Zeug eher drin. Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie, keine Ahnung, Obst irgendwie was machen könnte oder sowas. Aber wir haben hier auf jeden Fall unten noch so ein bisschen, wenn man hier hochschaut, entsprechend diesen kleinen Aufzug. Und zu dem werden wir hier oben auch nochmal gehen, wenn ich hier einigermaßen den Weg finde. Nee, hier hinten ist, hallo, guten Tag, wie geht es Ihnen? Gut.
diese Nasen, hey, die sind echt schrecklich. Hier hinten sind anscheinend einfach nur ein paar Rohre, auch wieder so ein bisschen eine Schaltzentrale. Und dann kommen wir, glaube ich, von oben da noch einigermaßen gut dran. Ich finde halt, auch mit der Sonne und den Shadern sieht das halt sau cool aus. Ich meine, ich bin ja auch gerade so ein bisschen dabei, mir eine neue Grafikkarte zu kaufen. Eine 1070, ein bisschen zu gucken und dann die zu holen. Und dann werden da hoffentlich auch entsprechend ein paar andere Shader reinkommen. Aber die werden dann sehr wahrscheinlich auch bald irgendwie nochmal ein bisschen angesprochen werden, sage ich jetzt mal. Wir können also hier hochgehen, habe ich jetzt gerade nicht groß kommentiert, aber wir können hier hochgehen. Und da sehen wir natürlich auch schon Teile von der Kirche, Kapelle, wie auch immer. Aber wir haben hier jetzt einfach noch so ein bisschen, ja, einen größeren Gemeinschaftsraum, sage ich jetzt mal. Nee, Moment, ist es gar nicht. Es ist ja hier auch noch ein Lager in gewisser Weise. Wir haben hier oben weitere Fässer. Und hier, genau, das war es ja, hier habe ich mit dem anderen Haus gewechselt, hey, es gibt so viel zu zeigen, da weiß man das gar nicht mehr genau. Wir haben hier entsprechend natürlich den ganzen Aufzug. Und was mir hier auch sehr gut gefällt, ist zum Beispiel diese, diese Begrenzung hier, dieses Geländer durch die Trapdoors, denn die kann man natürlich auch einfach gerade platzieren, das ist aber immer eine ganz gute Abwechslung, wenn man das praktisch hier hin und, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht, sorry, wenn man das immer so ein bisschen abwechselnd auf die Seite packt und dann kann man hier wunderbar eben noch die Schilder dran packen, also kriegt man da eine wunderbare Alternative zu beispielsweise einem Zaun, der da ja bei so Sachen irgendwie nie wirklich passt, weil der ja dann immer hier mittendrin stehen würde. Das heißt, das ist auf jeden Fall, finde ich, ziemlich cool. Ja, ich glaube, von der Einrichtung her haben wir es hier auch erstmal, oder kann man hier noch hochgehen? Nee, ist eigentlich auch entsprechend genug zum Erkunden. Ihr seht, es hat auch ein bisschen ausgefallene Dachformen, sage ich jetzt mal. Das hatten wir auch so noch nicht. Gefällt mir aber auch ziemlich gut, weil es noch so ein bisschen, ich finde, das betont noch so ein bisschen dieses Bergkloster-like. Keine Ahnung, warum der Herr jetzt hier oben rumsteht. Wir haben hier einfach noch so ein paar entsprechend bisschen Baumstumpf und sowas. Aber anscheinend ist es da oben sehr schön. Hier ist es auch wunderbar auf diesem... Was ist denn das, Eier? Nee, das sind ach, dieser Tageslichtsensor oder dieser Lichtsensor auf jeden Fall. So, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt hier erstmal grob ein bisschen über das Feld noch, beziehungsweise nur so an der Seite, denn ich würde ganz gerne eigentlich hier unten nochmal so einen kleinen Blick drauf werfen. Denn wir können hier außen rum gehen und es gibt natürlich mehrere Wege in das Ganze rein. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das jetzt einigermaßen gut zu zeigen. Wir werden jetzt hier nur einen Teil von hinten anschauen und den anderen Teil dann nochmal von vorne. Wir kommen hier nämlich jetzt hoch und sind hier jetzt praktisch schon im inneren Bereich der des Klosters mehr oder weniger. Wir haben hier hinten also so einen schönen Blick nochmal auf diese etwas tiefer liegenden Felder und diese ganzen Hopfenplantagen, so rum. Und hier drüben haben wir dann entsprechend so ein bisschen den Friedhof außenrum, der auch ziemlich cool ist. Es ist so wichtig, dass man hier zum Beispiel auch die Bäume entsprechend baut. Gab es auch eine Frage zu, wow. Okay, das ist gerade noch offen. Da gab es auch Fragen zu. Ihr hattet ja vorletzten Video da entsprechend viele Fragen gestellt. Die werde ich natürlich auch bald noch ein Video zu machen. Habe ich jetzt noch nicht geschafft, aber das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Da werde ich es auch nochmal erklären, was wir da alles, wie wir das. Da gab es auch Fragen, die sich da ein bisschen drauf bezogen haben, meine ich damit. Wie gesagt, das ist hier einfach so ein bisschen der Bereich. Und ihr seht, hier hinten ist also auch außenrum, gehen dann die Berge weiter hoch. Und hier unten ist es praktisch auch wieder so ein bisschen, da liegt alles so ein bisschen auf dem Berg, wenn man hier von unten schaut. Von der Seite ist jetzt beispielsweise hier so ein bisschen, also eher hinter dem Ganzen. Und ja, da hinten geht es dann praktisch noch weiter mit den Bergen. Auf der anderen Seite werden sie auch noch höher. Finde ich ziemlich cool, weil es wirklich diesen Bergkloster-Charakter sehr gut, finde ich, rüberbringt. Was ich jetzt aber hier noch machen will, das fliege ich gerade mal ein bisschen durch, weil sonst das Video wieder so ewig lang wird, was aber anscheinend auch nicht so schlecht ist, weil wir ja letztes Bild auch ziemlich gut noch angekommen ist oder jedenfalls schön viele positive Kommentare und Feedback dazu kamen. Vielen Dank auch auf jeden Fall dafür nochmal. Wir sind also, ich bin hier echt zu schnell, wir müssen das nicht auf Geschwindigkeit trimmen, sondern hier entsprechend das alles schön zeigen, ja? Also, wir haben hier einen, ja, er ist noch da, habe ich hier ein bisschen mit einer Barriere eingeschlossen, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, aber wir haben hier so einen kleinen Verkäufer, der hier entsprechend Bibeln verkauft und ja, das ist praktisch hier so dann der entsprechende Eingangsbereich.
Natürlich ist das Ganze schon auch ein bisschen befestigt, nicht so extrem, aber auf jeden Fall sollte das natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen geschützt sein. Wir haben hier unten noch ein weiteres Feld, da kommen wir einfach hier unten runter, ist jetzt auch nichts weiter Besonderes. Da hinten sind auch nochmal Gärten, da werden wir aber später auch nochmal zukommen. Wir haben also hier das große Eingangstor und das gefällt mir auch ziemlich gut, weil das eben entsprechend doch relativ massiv wirkt, aber trotzdem relativ dynamisch, also nicht so gerade, sondern ich finde, es ist echt ganz gut, dass es hier so ein bisschen nach hinten ist und es sieht auch relativ gut aus, dass es nicht gleichmäßig ist. Also, ich hoffe, man versteht das einigermaßen. Wir haben also hier so ein bisschen diese Überdachung mit dem anderen Gebäude hier oben und diese Gebäudekomplexe, da blicke ich echt nicht mehr wirklich durch, aber dazu werden wir später noch kommen. Wir kommen also hier rein, hier drüben haben wir also wieder so einen kleinen Unterbau und da werden wir auch gleich mal reingehen in diese Gebäude hier. Wir haben hier also einfach relativ viele Schlafräume, generell sind Wohnräume, hier entsprechend mit ein bisschen Kamin und sowas. Wir können hier weiter hochgehen. Hier sind dann weitere Räume und Räume und Räume und Räume. Es ist wie gesagt hier mit einem größeren Essbereich auch wieder ausgestattet. Und ja, das kann man einfach wunderbar entsprechend ja, erkunden und dann einfach schauen. Wir haben hier zum Beispiel eine Küche anscheinend, wo es dann hier oben hingeht. Das ist also wirklich wieder relativ verwinkelt gebaut, relativ klein, schmal, eng das Ganze, aber es gefällt mir auch ziemlich gut, weil es nochmal so einen ganz anderen Charakter auf jeden Fall reinbringt, als wenn man da jetzt, Moment, oh, ja, da geht's runter. Nee, hä? Okay, ihr seht gerade, ich blicke da auch nicht mehr ganz durch. Wir haben hier hinten jetzt entsprechend auch wieder so einen kleinen Balkon, wo wir raus können. Und müssen hier kommen wir, glaube ich, runter, genau. Und können dann hier oben wieder rausgehen. Also es ist auf jeden Fall ziemlich cool, das Ganze zu erkunden, wenn ihr da irgendwie mal durchlauft dann. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, vor allen Dingen, wenn dann später kommen, naja, sollen ja, ist auf jeden Fall geplant, dass da noch entsprechend dann so Questgeber sind und sowas und vielleicht nicht diese Standard-NPCs, sondern, ja, ein paar Spielermodelle, muss man mal schauen, dass die halt ein bisschen sinnvoller was machen, sage ich jetzt mal. Was mir hier sehr gut gefällt, ist dieser Bereich hier, dieser kleine Ruhebereich mit ein bisschen Garten. Und ich finde, das ist einfach, da gibt es so viele Blicke, die hier eigentlich so richtig schön sind, richtig viele Perspektiven. Wir sehen hier unten jetzt auch schon verschiedene andere Bereiche, zum Beispiel eben hier hinten noch das weitere Feld und können hier auch einfach wunderbar schön rausschauen. Mir gefällt auch einfach die Landschaft ziemlich gut in dem Bereich. Also ich finde, das hat einfach so eine wirklich schöne Zusammenspiel der ganzen Sachen. Das passt da richtig gut rein, das gefällt mir echt sehr gut. Wie gesagt, das hier war dieser komplette Komplex, wo wir eben durchgelaufen sind und der hängt eigentlich alles, da hängt irgendwie alles ein bisschen miteinander zusammen und das finde ich echt cool, dass man eben nicht so einzelne Häuser hat, sondern dass es einfach so ein bisschen größer ist, ein bisschen komplexer. Wir haben hier drüben dann die Kirche oder die Kapelle, da werden wir aber gleich zukommen. Hier ist noch ein weiteres Gebäude, ich weiß nicht, ob man da drüben reinkommt, nee, ich glaube nicht, aber das ist praktisch hier so ein bisschen der Innenhof, ja, wir haben hier nochmal einen Brunnen, der ist ein bisschen kleiner. Und da hinten sind wir vorhin hergekommen, das heißt, da unten sind die ganz anderen Sachen, wo wir eben hochgelaufen sind. Hier unten, das ist so das Einzige, was ich ein bisschen unlogisch finde, dass man vorne das fette Tor hat und hier hinten eigentlich hochkommt. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde es einfach vom Aussehen her auch richtig cool. Also auch das hier, schaut euch das an hier. Einfach entsprechend so ein bisschen diese Pflanzen, die da lang wachsen, das sieht einfach richtig cool aus. Macht das Ganze irgendwie nochmal viel besonderer, als wenn man da jetzt einfach nur so eine Überdachung hätte. Also, gefällt mir echt sehr gut und ich finde, das macht auch wirklich einen richtig guten Eindruck. Ich weiß, es ist ja wie in so einem Produktbewerbungsvideo, wo man dann hier entsprechend, oh, was für ein tolles Produkt, das ist ja alles so toll. Aber mir gefällt es echt sehr gut und das möchte ich entsprechend auch ein großes Lob an die Bauer und ans Team aussprechen an dieser Stelle, weil ich da persönlich eigentlich auch vom Bau nicht wirklich was mitbekommen habe, sage ich jetzt mal, oder teilweise aber nicht wirklich was da irgendwie groß beigesteuert habe. So praktisch gar nichts, bis auf dieses Video jetzt. Aber ja, das finde ich, sollte man auf jeden Fall auch mal betonen. So, wir haben also hier wieder ein anderes Gebäude. Ist eigentlich auch relativ ähnlich wie die anderen. Das heißt, wir haben hier entsprechend oben auch nochmal so einen schönen Speisesaal so ein bisschen und hier werden sie ja wahrscheinlich auch wieder ein paar Betten und sowas. Genau, hier sind einfach auch nochmal so ein paar Türen. Hier kommen wir zum Beispiel auch raus, sieht auch wieder ziemlich cool aus. Wir können hier unten auf den Garten blicken, wo wir auch gleich nochmal hingehen werden, wenn ich einigermaßen herausgefunden habe, wie man da runterkommt. Und ihr seht, wir haben hier wieder komplett verwinkelt das Ganze.
auch hier entsprechend wieder. Und guten Tag, Herr Mönch. Ich finde, die passen echt ganz gut als Mönch. Sie müssen ein bisschen länger sein und hier so eine Kapuze drüber, aber dann würden die echt sehr gut als Mönch durchgehen, sage ich jetzt mal. Wir haben hier also praktisch entsprechend auch wieder so ein bisschen was, wo man hochklettern kann. Ich glaube, hier oben ist aber genau das. Einfach nur ein bisschen Lager noch. Und ja. Und damit haben wir, glaube ich, dieses Gebäude auch einigermaßen abgeschlossen. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt einfach mal in die eigentliche Kapelle, Kirche rein, denn die wirkt ziemlich cool. Gefällt mir echt ziemlich gut. Hier waren ursprünglich eben auch Leute drin, die sind alle rausgelaufen, toll. Hier hinten haben wir so ein bisschen Zeugs zum Kerzen aufstellen. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht so genau aus, aber auf jeden Fall geht es hier um den Eindruck. Dieses Kreuz haben wir entsprechend auch schon mal in der Kathedrale gehabt von der Art her. Deswegen finde ich es auch ziemlich cool, dass das da entsprechend aufgegriffen wurde. Und es gefällt mir auch ziemlich gut. Ich finde, das passt da echt ziemlich gut rein. Das ist der einzige, den ich hier entsprechend ein bisschen mit Barrieren eingebaut habe. Der kommt da nicht so einfach weg. Aber wir müssen natürlich entsprechend sich eigentlich umdrehen. Das wäre dieses Optimum. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen hier so entsprechend in die Kapelle, Kirche. Wie auch immer. Ich finde, das sieht ja einfach von den Verzierungen auch wieder sehr schön aus. Ne? Ach, was hier oben? Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Hier geht es nämlich hoch. Da müssen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Hier kommt man nämlich mit ein bisschen Drehwurm auf jeden Fall. Kommt man... Oh, hier. Kommt man, nochmal hoch zur Orgel. Und die darf natürlich auch in keiner größeren Kirche fehlen. Und natürlich auch im Kloster nicht, ist ja ganz klar. Das muss natürlich da auch alles noch dabei sein. Ich möchte jetzt aber ganz gerne mal den Weg darunter finden. Ich weiß nicht, ob es da von oben einen Weg gibt oder ob man da irgendwie nur von außen rankommt. Deswegen werden wir jetzt einfach mal hier außen rum nochmal fliegen und werden mal schauen, ob es da reingeht. Hier unten gibt es eine Metalltür. Ah, okay. Hier unten gibt es eine Metalltür. Und dann kommt man hier rein. Okay. Ah, ich glaube, hier war ich sogar auch schon. Genau, hier waren wir doch vorhin schon mal drin. Und ich habe gedacht, hier geht's nicht weiter, aber dann geht's hier, ist hier ganz verfuchst gemacht, hey. Dann geht's hier unten weiter und weiter und weiter. Und hier ist dann entsprechend die Ausgangstür, das ist natürlich eine Eisentür, weil die eben weiter unten ist. Und dann hier... Ah, das ist natürlich, da muss man auch erstmal drauf kommen, aber wie gesagt, so Wege, das ist dann das Coole, das zu erkunden, wie kommt man da runter, was gibt es da für Sachen noch, und wie gesagt, wir haben hier nochmal Felder, und hier drüben fangen noch so ein paar Gärten an, und die gefallen mir auch immer sehr gut, diese Etagen, diese Plateaugärten, ich weiß nicht genau, wie man die genau nennt, aber auf jeden Fall diese verschiedenen Etagen hier, immer hier unten mit Tomaten beispielsweise, oder ich glaube, es sind Tomaten oder Erdbeeren, hier sind Tomaten, Erdbeeren sind hier unten. Oh mein Gott, wie konnte ich das nur vergessen? Hier entsprechend auch mit anderen, keine Ahnung, Aubergine oder sowas, genau. Was das ist, irgendein Rettichmäßig. Radieschen. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll, aber auf jeden Fall kommen wir... Ach, hier ist auch noch ein weiteres Tor. Okay, ist eine kleine Tür. Hier oben kommen wir dann auch ein bisschen weiter noch. Und ja, dann haben wir jeden schon so ein bisschen den Kräutergarten auf jeden Fall, der natürlich auch beim Kloster nicht fehlen darf. Und ich denke, damit haben wir auch erstmal alles abgeschlossen hier grob. Ich würde einfach ganz gerne nochmal einen Rundflug von außen machen. Das sieht man natürlich normalerweise nicht, wenn man entsprechend da unten ja durchläuft, aber... Ich finde, es wirkt halt im Komplex einfach nochmal ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen wollte ich das hier eben auch nochmal zeigen. Hier nochmal die ganzen verschiedenen Bereiche, wie das aufgebaut ist, ganz verschiedene Höhenebenen auch hier drin. Ist auch ziemlich wichtig, da vorne haben wir ja angefangen. Und hier unten ist dann manchmal nochmal der gesamte Bereich mit den ganzen Feldern und den ganzen Streuobstwiesen und sowas. Also... Das gefällt mir echt richtig gut, das Kloster. Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich denke, dass ich sehr wahrscheinlich bald auf jeden Fall die Fragen beantworten werde. Schaue ich mal, ob ich es jetzt am Wochenende noch hinbekomme, da ein Video zu machen. Und ansonsten wird es hoffentlich auch bald wieder weitere Eindrücke vom Server geben. Aber schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare bitte, wie ihr das Ganze findet, ob euch das gefällt. Und ja... Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren guten Tag. Und ja, wir sehen uns dann beim
nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.